Herzlich willkommen bei der Fortsetzung des letztmaligen Videos, wo wir versucht haben, oder ich war ja der Einzige, der sich diese Herausforderung gestellt hat, mit einer Grasfliege einen Fisch zu fangen. Das wird heute passieren, oder Ole? Respekt dafür, dass du es probiert hast und war echt geil, dass irgendwie du mir die ganzen Fische überlassen hast. Soll das wirklich heißen, du hast noch nicht aufgegeben? Ich habe noch nicht aufgegeben, aber jetzt will ich erstmal ein paar fangen, damit ich sozusagen satt bin. Und dann versuche ich nämlich die Challenge weiterzumachen, weil es kann natürlich nicht sein, dass du jetzt hier alle Fische wegfängst. Aber was du mal machen könntest jetzt ist, dem David seine erste Trockenfliegenforelle besorgen. Ja, auf jeden Fall super gern. Ich habe auch so viele Fische schon gefangen, dass ich eigentlich satt bin und irgendwie mich freuen würde, David. Du bist nach zwei Fischen schon satt, was bist du für einer? Du hast die Null vergessen. 20. Und David, wie oft hast du schon probiert mit Fliegenfischen? Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und da ist mir bei der Durchsicht meines Instagram-Accounts aufgefallen, David Wenzel Official übrigens, dass ich sogar schon mal eine Esche gefangen habe auf Fliege in der Saale, Bad Neustadt. Eine schöne Esche, eine 40er. What? Yo! Nice. Da hat die nach Thymian geschmeckt in der Pfanne. Aha. Und wie hast du das hingekriegt ohne Anleitung? Das war ganz einfach. Du nimmst die Pfanne, stellst die auf den Herd und machst den an. Ganz simpel. Ich meinte das mit dem Fliegenfischen. Ah, das war so eine ganz billige, so eine richtig so eine 30 Mark Fliegenkombo von so einer komischen Firma. Und es war so geil. Weißt du, wie ich es gemacht habe? Ich habe die mal so abtreiben lassen, die Fliege. Immer so Schnur nachgefüttert. Aha. Bis es dann irgendwann so flupp nach. Richtig. Aber gut, die war damals auch. Guckt euch an das Foto. Mich echt. 12. Victor, Fisch! Geil! Monster! Boah, Ole, du machst ganz schön viel Damen. Das hätte ich in den Baum lassen, oder? Ja, komm mal in den Baum, dann geht es gleich raus. Oh Gott, das ist die riesig, Victor, die ist wirklich riesig. Alter, die ist richtig, oh mein Gott, so big! How big was it? Du musst mal ein bisschen mehr Druck machen, dass die hochkommt. Ja. Yes! Oh, Maschine, Victor! Richtig schöner Fisch. 60er! Alter, das war krass, vor allem, ich wollte gerade an ihr vorbeilaufen, da sehe ich sie, wie sie an der Oberfläche so chillt. Und so guckt, weißt du, die ganze Zeit. Und immer so links und rechts kommt da eine Fliege. Da dachte ich mir, okay, wenn du sie willst, dann kriegst du sie. Hier ist er, Victor, dein Fisch. Yes. Zieh ihn dir rein. Richtig geiles Ding. Leute, was soll ich sagen, wa? Was ist denn ein Regen? Nee, Bach. Regenbogen hat eher so kleinere Punkte, Bachforellen so eine dicken schwarzen. Und dann natürlich auf der Seite schöne rote. Ja, schöner Fisch. Baby, danke. Geiles Ding. Mein erster 60er. Die ich dir ausgewählt habe. Eben hast du noch gejammert und gemeckert. Moment. Und jetzt bist du glücklich, Moment. Oder? Also ich bin glücklich, ich danke dir. Allerdings war diese Fliege, ich mir selber rausgesucht, weil das war die einzige, die in meinem Case drin war. Die ich dir reingepackt habe. Ausgesucht habe ich mir wohl. Mehr brauchst du nicht. Obgleich. Trotzdem schön, Ole. Es ist eine Ehre und eine Freude, mit dir fischen zu gehen, obwohl ich sagen muss, dass ich diesen Fisch mir ganz alleine ausgesucht habe. Ha! Was sagst du jetzt? Naja, ich habe dich hier zum Bach gebracht, hab dir gesagt, wie das du fischst du und so weiter. Also, nein, das ist nur Spaß. Wir mögen uns wirklich und es ist eine Freude, mit denen immer angeln zu gehen. Wirklich, weil die ist echt toll. Sucht immer die besten Gewässer raus. Wir geben uns Mühe. Okay, jetzt bin ich aber heiß. Jetzt will ich auch mal eine fangen. Na los, David. Wie mache ich das? Jetzt ab. Hier. Alles klar. Der Zeigefinger ist jetzt wichtig, oder? Genau, Fliege ist noch nicht dran. Es gibt so 5 Regeln, die du beachten musst. Ja. Erstes, Handgelenk ist steif. Ja. Bewegung kommt aus dem Unterarm. Mhm. Erste Regel. Zweite Regel, du bewegst die Route nur zwischen 11 Uhr und 1 Uhr, wenn du dir vorstellst, du stehst vor einem großen Ziffernblatt. Mhm. Easy, oder? Ja. Dritte Regel, Rhythmus. So 4 Vierteltakt. 1, 2, 3, 4. Vierte Regel, die Schnur muss ich immer komplett ausstrecken. Mhm. Am Ende der Bewegung. Ne? Zack, Vorwärtsbewegung, warten, dass die Schnur sich ausstreckt. Mhm. Rückwärtsbewegung, warten, dass die Schnur sich ausstreckt. Okay. Und letzte Regel, am Ende der Bewegung immer ganz klare, akzentuierte Stopps. Nach vorne beschleunigen, bumm, ganz abrupt anhalten. Okay, und dann kriege ich nicht diesen Peitscheneffekt. Aber trotzdem nicht, den ungewünschten. Nee, diesen Peitscheneffekt, dieses Knallen kriegst du nur, wenn du nicht lange genug wartest. Aha. Wenn du zurückmachst und die Schnur streckt sich noch aus und dann beschleunigst du schon wieder nach vorne, dann knallt's. Okay. Wollen wir nicht haben. Genau, wenn du es machst, kriegst du einen auf den Finger. Du hast jetzt noch keine Fliege dran, weil du jetzt erstmal 2-3 Würfe machst. Okay. Knallt, ne? Das ist das Problem. Ja. Das ist schnell.
Ja. Du bist schnell. Du musst länger warten. Du ziehst zurück, stoppst, wartest, dass die Schnur sich komplett ausgestreckt hat und erst dann beschleunigst du nach vorne. Und die liegt nicht auf dem Boden dann, ja? Nee. Du hast ja, bist irgendwie, okay. Wie groß bist du? 2,10 Meter? Ja, knapp. Ungefähr. Und dann nochmal 2,80 Meter Route. Okay. Bist du schon mal irgendwie über 5 Meter. Alles klar. Ja, gut, schauen wir mal. Kriegen wir hin. Diese akzentuierten Stopps bei mir fehlen noch. Die sind nicht da. Du bist zu schnell, du hast ein bisschen viel Power. Du bist ein bisschen zu dicken Oberarm, oder? Ja, das ist aber bei oft so. Das kenne ich, das ist ein altes Problem bei mir. Viktor, ist okay so? Also das sieht echt schön aus, wie er das macht. Man sagt ja auch, dass kreative Leute so für Feinmotorik auch besser sind, ne? Konrad? Würde ich bei mir jetzt nicht bescheinigen, aber ja. Ja, na gut, während die jetzt üben werfen, werde ich eine weitere Forelle verhaften. Und dann habe ich nachher noch wirklich, sag ich mal, nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, um mit meiner Grasfliege noch einen Fisch zu fangen. Aber erstmal möchte ich alle hier wegfangen, alle Großen, bevor Ole losgeht. Finde ich gut. Findest du gut? Jo. Okay, welche soll es sein? Die Meter. David, hast du es geschafft bis jetzt? Ich hatte einen mega Biss, aber zu doll angehauen. Zu doll. Zu früh oder zu spät? Nee, nicht zu spät. Ideales Timing, sagt er, nur viel zu doll. Und ich mach's jetzt, kennt ihr Karate Kid? Ich mach's jetzt wie Karate Kid. Der Meister ist am Auto und jetzt zeige ich dir mal, was er mir gezeigt hat, was er mir beigebracht hat. Was denn? Mr. Miyagi, nein. Ich fange jetzt ohne ihn. Ich helfe dir, den jetzt zu fangen. Das ist noch viel geiler, weil ich hab sie gesehen, wo sie stehen. Echt? Weil ich sie anschmeißen muss und alles. Na gut, dann machen wir's so. Die Frage, was der Meister dazu sagt. David, du bist ein widerlicher Opportunist. Ich weiß. Influencer halt. Ja, wenn die erstbeste Gelegenheit war, ihn seinen Meister zu bezeichnen. Ich wollte nur halt sagen, dass das ist ein schwieriger Spot, den will ich mir vor, hast du gesehen, ja. Vornehmen. Und da unterhalb ist hier alles frei, da vorne vor dem Baum da. Da stehen so 2, 3, 4 Stück schöne Dinger. Okay, also hier hast du alles abgefischt, meinst du jetzt? Nee, ich habe hier eine gefangen und als ich hier eine gefangen habe, sind die sofort danach wieder gestiegen. Also okay. Die sind hier willig. Alles klar, wo gehe ich hin? Vor dem Baum da hin. Ich reiche dich hier ran, ja. Hier hin. Das ist halt jetzt eine neue Schwierigkeit für dich, kennst du noch nicht, flussabwärts angeln. Oh. Das heißt, du legst aber so ab. Und fütter Schnur nach. Und dann gehst du einfach ganz langsam mit. Oh Gott, schaffe ich das? Schaffst du easy. Glaubst du? Du kannst doch die hier vorne, ist auch eine gleich. Da kannst du wirklich nur reintrumpfen. Ist die auch schön groß? Jo. Wenn du dich hier hinstellst. Also Ole sagt immer. Hör nicht auf den. Also Ole hat gesagt, wenn ich. Komm. Nimm den Halm am besten. Okay. Einfach drin gibt's ja nicht. Muss ja erstmal. Und ablegen. Moment. Moment. Schnur rausfüttern. Nur da vorne war er. Ich sehe ihn. Boah, das ist geil. Das ist ja geiler als Snakehead an. Oh, das ist der nächste. Was ist denn das? Okay. Eine Regenbogenforelle. Yo, Diggi, ein Exoten. Yeah! Yes, David! Die erste Forelle auf Fliege! Yes! Yes, Viktor! Du bist ein Gott. Und du wirst nicht glauben, was... Viktor, ein Saibling. Ein Regenbogen. Ach, krass. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Leute. Die erste Regenbogenforelle, die jemals in der fränkischen Schweiz gefangen wurde. Das ist ja geil. Oh, und ich hab auch eine Esche dran. Ja? Ich hätte fast meinen Eschen-Hattrick wiederholt von damals. Oh Gott, was mache ich jetzt? Es war pures Können, Erz einfach. Also wir haben vorher 2 Fische verkackt und jetzt hat alles gepasst. Wir haben ihn 2-mal steigen gesehen und dann hat David den perfekten Wurf gemacht und gleich bei der ersten Drift, bumm, ist er drauf. Und genau so sieht sie aus, Leute. Guckt es euch an. Hier hinten eine kleine Fettflosse, da hängt die Fliege noch im Maul. Wunderbar gehakt, einen wohldosierten Anhieb gesetzt. Ich bin begeistert. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh, dass es geklappt hat. Hast du super gemacht, David. Vielen Dank. Stolz auf dich. Und vor allen Dingen hier ist mal wieder eine Freude, wenn man jemanden zu seinem ersten Trockenfliegenfisch führen kann. Du hast eine Engelsgeduld. Du hast eine Engelsgeduld mit deinen Schülern. Das muss ich dir sagen. Und du machst das richtig gut und ich bin dir sehr dankbar dafür. Das kostet normalerweise nämlich richtig ein bisschen Geld. Wobei eigentlich so teuer ist das auch gar nicht, eure Kurse. Ich würde die Kurse eigentlich vom Preislevel volksnah nennen. Volksnah. Aha. Okay. Also die Preise unserer Kurse sind volksnah. Ja. Mach ja mal. Das ist ein einfacher Bogen. So, zieh. Ach nee, fuck. Super. Den abgehauen. Nee. Hat sich gesehen? Ja. Hier sind noch. Ja? Ja, hier sind noch, ja. Boah, auf die Nase geworfen. Ja. Scheiße, nee. Was ist noch? Die reißt nicht. Doch, das ist eine andere.
in der Mitte ist einfach die kleine. Oh, das ist die. Da ist er. Die sucht doch, die sucht. Jetzt, jetzt, perfekt. Komm. Der holt sie dir. Top wo. Sie kommt. Was, nicht genommen. Warte, sie dreht nochmal um, 100%. Das ist eine Suchende. Kommt nochmal. Boah, ist die groß, Alter. Okay, jetzt musst du ganz vorsichtig aufnehmen, weil sie dich sonst sieht. Nimm ruhig auf und jetzt kannst du auch vor dir hinlegen. Perfekt, Alter, perfekter Wurf. Perfekter Wurf. Jetzt kommt sie, Diggi. Die nimmt sie. God save the Queen, ne? Immer klaro. So doof. Solange sie frisst, ist alles okay. Warte, jetzt guckst du in deine Richtung. Okay. Perfekt. Ah. Okay. Aber immer übertreiben lassen, ja? Okay. Ich komm direkt über den Kopf. Jetzt kommt's hin. Und. Sie hat's genommen. Aber nur so ganz fertig, ne? Es war ein Tick zu spät angehauen. Zu spät? Ein Tick zu spät. Und natürlich viel zu doll, weil wenn sie jetzt gehackt hätten, da werden die direkt auf am Super geschmissen. Habt ihr die Forelle gesehen? Ja. Locker eine 70er. Aber durchgehalten und zum Biss animiert. Das ist doch das Entscheidende. Richtig. Du hast den Fisch quasi gefangen. Siehst du sie? Ja. Sie steigt wieder. Das ist der Wahnsinn. Nicht zu dicht. Nee, das kam gerade eine gute. Also die war die gleiche, würde ich fast sagen. Das ist eine andere, Digi. Das ist doch egal, Hauptsache du fängst sie. Okay. Das ist eine andere, ja. Ich will aber die. Die ist aber nicht so klein. Die ist so 35er, da gehen manche Forellen vorführen. Das ist so krass, weil wir sehen hier gerade perfekt und diese Forelle, die schwimmt immer und guckt und guckt und guckt. Also nicht irgendwie, die ist richtig willig. Ja. Nicht bewegen. Erst vorbeitreiben lassen. Okay. Die hat sie genommen. Perfekt. Das ist eine gute. Das ist eine 40er. Ja. Die sahen nur so klein aus. Alter, perfekt. Na? Und immer schon dran denken. Abstoppen. Genau. Das ist so spannend. Also wirklich jetzt, ich sag's nochmal, kein Scherz, macht das auch. Irgendwo gibt's immer einen Bach und wenn es keine Forellen sind, dann sind es Aalande oder weiß ich nicht, Döbel oder geht Fliegenfischen. Macht die Welt zu einem besseren Ort. Lass mich mal kurz erst weg. Nee. Solange die frisst, ist alles okay. Boah, das ist so geil, ey. Das ist einfach dieses. Ja. Ah! Und mach jetzt. Geil. Dicker. Wie du das gemacht hast. Wow. Schön. Ich hol den Kescher. Leute, habt ihr das gesehen? Du musst nur denken wie eine Forelle. Alter, das ist eine gute. Komm. Weißt du, du musst die Forelle im Griff haben, nicht sie dich. Wie du das gemacht hast, ey, Wahnsinn. Wow, wie schön. Yes! Juhu! Hattrick, ey. Grand Slam gefangen, Regenbogenforelle, Bachforelle, was fehlt noch? Esche, haben wir alles geschafft, können wir nach Hause gehen. Herrlich. Yes. Ist das geil. Das war schon geil. Da stand halt entweder die gleiche oder eine andere. Und wieder immer schön im Strom, bam, 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 ne? Ja, Mann. Ist ein bisschen Fluss aufgeschwommen, der Wurf wurde ein bisschen schwieriger, aber du hast es gemacht. Die kam direkt auf sie zu oder ein bisschen daneben und sie dreht so um. Das ist immer der geilste Moment, wenn sie so umdreht und man sieht, okay, sie schwimmt in die Richtung von der Fliege, guckt so und macht dann... Und dann hat er genau richtig diesmal gewartet. Nummer 2 oder angehauen. Was? Meister Miyage, hast du wieder geschafft. Nice. Willst du mal sehen? Ja, zeig her das Ding. Richtig schön das Ding. Aber wenn er Meister Miyagi ist, dann bin ich Meister Yoda. Jawohl, Leute. Habt ihr sie gesehen? Nice. Nice. Ist er move. Oh. Herrliches Tier. Schöner Fisch. Wir fangen sie nochmal. War das geil. Also so, das war ja so, das habe ich auch nicht erlebt, wie krass die rumgecruised ist. War ein richtiger Rapfen. Das, ja. So Leute, das ist sie. Erfolgsfliege. Klassische Maifliege. So sehen sie aus. Leute, die nehme ich mir jetzt mit. Das ist eine leckere Weinbergschnecke. Die werden wir heute Abend mit Knoblauchbutter füllen. Dann wird das so lecker. Mm. Mit Knuffi-Butter. Die nehme ich mir mit. Ich kann nur weg, Tor. Und die nächste, Leute. Jetzt kommen wir. Wunderschön. Einer geiler als der andere.
schöne rote Fettflosse. Wunderbar. Kleine spritzige Bachforelle. Kleines süßes Forellchen. Yes, ich hab sie, Leute. Auf die Grasfliege, Leute. Kannst du mir einen Kescher? Ja. Keschern? Leute, wenn die rauskommt, jawohl, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich glaube, die Ole niemals. Aber ganz da gesehen. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet, die Grasfliege ist ein bisschen demoliert schon, ja? Aber ich habe extra lange gewartet. Ist sie drin? Ja. Ist sie drin? Ja. Yes! Wollen wir jetzt die Fliege zeigen, dass es auch kein Fake ist? Live Fliegen zeigen, bitte. Hast du das, oder? Ja, kann ich auch tun. Auf Gras. Ja. Grasfliege. Die schönste von allen auf Grasfliege. Okay. Erster Wurf übrigens. Erster Wurf. Erster Wurf auf Grasfliege, oder was? Ja, Mann. Ja. Oh, kannst du sie rausholen? Und hier ist sie. Hier ist sie. Hat sich abgehakt, weil ich ohne Widerhaken. Ist kein Spaß. Hier ist live drauf. Das kann nicht sein. Ja, dieses. Das Schrottding. Ich glaub's nicht. Ja. Das ist sie, Leute. Sieht ein bisschen nicht mehr ganz frisch aus, ja? Das sind hier die Grasdinger. Ihr seht es, ich reiß sie einfach ab. Es unglaublich, Victor, das kann nicht sein, dieses Scheißding. Das gelbe Blatt hier. Das aber war's. Das ist auch nur möglich in der Maifliegenzeit, wenn die Fische völlig durchdrehen. Ansonsten mit dem Kackding hättest du nirgendwo was gefangen. Und an dem Bach. Ich hab gesagt, es war ganz einfach, es hat sofort geklappt. Ja, genau, deswegen hat es ja auch nur mehrere Tage gedauert. Ich meinte, der Neid steht dir ins Gesicht. Hier, komm. Wenn ich dir. Ich will auch noch. Oh, schön. Mir ist die Ehre zuteil geworden. Die erste mit einer Grasfliege gefangene Bachforelle der Welt euch zu zeigen. Und genau so wunderschön sieht sie aus, Leute. Leute, ich habe sie jetzt zerrupft, ich habe sie abgemacht. Sie kommt als Erinnerung in meine Fulling Mill und ich muss sagen, ich bin überglücklich. Ich bin sehr, sehr, sehr schockiert. Aber jetzt wechselst du wieder auf eine vernünftige Fliege. Ja, klar, ich wollte es ja nur beweisen. Weil es besser funktioniert. Ja, weil sie nicht so oft kaputt geht. Wenn man nämlich mal keine Fliegen dabei hat und an einem Bach vorbeikommt, wo Fliegen quasi so drauf sind und die Fische die fressen, ganz einfach Grasfliege basteln. Easy. Hat er recht, der Eras. Leute, ich bin überglücklich. Ich habe es wie immer bewiesen. Ein Spaß, es war auch ein bisschen Glück und es war schwieriger als erwartet tatsächlich. Ich dachte, es geht einfacher. Aber ist ja egal. Am Ende zählt ja, dass man es gemacht hat, dass man durchgehalten hat, während die anderen sich dumm und dämlich gefangen haben, dass man trotzdem sein Ziel verfolgt hat und trotzdem es am Ende geschafft hat. So sieht es nämlich aus, Ole. Du hast super gemacht, Victor. Danke. David, wie ist dein Fazit von diesem wunderschönen Tag bis jetzt? Also ich bin mehr als begeistert. Mein Plan ging auf. Ich habe nicht nur eine Forelle gefangen, ich habe zwei gefangen. Ich hätte fast drei gefangen. Die letzte war ja richtig gut, stand ja neben mir. Widerhaken, lose Haken, flutschen halt auch mal raus. Auch völlig in Ordnung, aber war toll. Wirklich, muss ich sagen, schöner Tag, coole Jungs, was gelernt wieder. Besser könnte es nicht laufen. So, was ich jetzt oder wir jetzt noch machen werden, wir haben ja noch einen Weg zurück. Ich habe noch zwei gesehen, die ich noch nicht angeschmissen habe. Die werde ich jetzt anschmeißen. Das waren nämlich richtig große. Die standen aber auch tricky. Da war links daneben so ein kleiner Baum. Das werde ich jetzt machen. Das seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Und da machen wir noch was ganz Krasses übrigens. Also wir angeln nicht nur mit der Fliege beim nächsten Mal. Wir angeln auch mit unserem neuen Wobbler. Hardbaits, Leute. Hardbait-Alarm. Ja, und da wird sich nämlich zeigen, ob die das können, was sie versprechen zu können. Ja. Aber wie gesagt, bleibt dran. Seht ihr beim nächsten Mal. Weiter, meine Leute. Ich gehe angeln. Ich gehe auch angeln.